Bundesliga Nummer 26, Freunde. Und dadurch, dass es kein Freitagsspiel gibt, haben wir noch mehr Power am Samstag und Sonntag. Ja, und kann man eigentlich aussuchen, mit welchem Spiel man anfängt, aber wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Augsburg gegen Mainz ist eigentlich ein klassisches Freitagsspiel vom Namen her. Aber die Augsburger haben ja jetzt einen wichtigen Dreier geholt im Abstiegskampf gegen Bielefeld, sind jetzt auch zu Hause leichter Favorit, weil die Mainzer auswärts so ein bisschen die Probleme hatten in letzter Zeit und allgemein so in der Auswärtstabelle, wenn man das als Kriterium herziehen will, auch nicht allzu gut dastehen mit bisher erst 2 Siegen auswärts. Sind die Augsburger zu Recht Favorit? Können sie dieses Spiel gewinnen? Lohnt es sich zu wetten? Naja, der Riesenvorteil ist ja nicht nur, dass Augsburg daheim spielt, sondern dass sie auch die letzten 4 Heimspiele gegen Mainz gewonnen haben. Also da können sie die Hand voll machen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, Augsburg, wenn sie dann mal 1-2 Spiele positiv bestritten haben, ging es dann auch gleich wieder bergab. Von daher, das würde dafür sprechen, vielleicht sogar hier Mainz plus 0,25 mitzunehmen, weil die Mainzer sind vom Kader ja definitiv nicht schlechter. Auf der anderen Seite, es spricht für mich sehr viel auf ein Unentschieden, deshalb würde ich tatsächlich entweder auf ein Unentschieden gehen oder halt auf X2. Okay. Ja, 0,3 Einheiten auf ein Unentschieden wäre auch meine Wette in diesem Spiel. Bei Freiburg gegen Wolfsburg sind die Freiburger starker Favorit, weil sie halt auch in der Tabelle weit vorne stehen und jetzt auch ein starkes Spiel abgeliefert haben gegen Leipzig und erst in der 90. den Ausgleich kassiert haben. Auch wenn der Streich natürlich voll realistisch und fair gesagt hat, ja, das war irgendwo klar, dass die anderen dann zum Ausgleich kommen, weil die halt die letzten 15 Minuten einfach 100 Stürmer auf dem Feld hatten. Nichtsdestotrotz, ja, Freiburg einfach die Mannschaft des Jahres, der Saison bisher und Wolfsburg nicht. Ja, auf der anderen Seite, Wolfsburg mit Kruse ist auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Jetzt hatten sie natürlich auch nicht die allerschwersten Gegner. Auf der anderen Seite, letzte Woche auch erfolgreich gewesen, mit ein bisschen Glück gegen Kruses Ex-Verein. Freiburg hat mich trotzdem sehr, sehr überrascht, vor allem wie fertig sie, oder nein, ja, das hört sich jetzt blöd an, wie cool sie die Leipziger verteidigt haben, vor allem in den ersten 60 Minuten. Und hier, Radek, sage ich jetzt auch wieder ein Unentschieden. Weil ich glaube, damit können beide Teams eigentlich leben. Und dann haben wir schon 2 potenzielle Unentschieden für eine eventuelle Systemwette, die kommen könnte. Ja, gehe ich absolut mit, weil ich glaube auch, dass die Wölfe da nicht gewinnen, aber sie können einen Punkt holen. Und auf Freiburg zu setzen, ist die Quote zu schlecht mit 2,2. Denn egal wie stark sie in der Saison sind, man kann sie irgendwie als Favorit nie sehen. Das ist nach wie vor irgendwie, ja, ganz komisch. Und die Bayern haben in Hoffenheim eine 1,6er-Quote, nachdem sie die Salzburger mal so richtig vertrimmt haben. Tut mir echt leid für alle Österreicher, die echt dachten, Salzburg kann was. Aber ich habe es ja gleich gesagt, Salzburg ist schlechter als Bochum. Und jetzt sogar 11 Tore Differenz zwischen den 4 Toren, die Bochum gegen Bayern geschossen hat und die 7 Tore, die Salzburg von Bayern reingeschoben bekommen hat. Und ja, aber Hoffenheim ist eigentlich der Gegner und können die Bayern wieder mal vielleicht gefährlich werden, wie ein Tag vor meinem Geburtstag letztes Jahr oder vor 2 Jahren? Ist mir eigentlich egal. Ich finde, wenn Bayern auswärts eine Siegquote von 1,6 hat gegen ein Team, was sie ganz oft einfach zur Seite schieben können, wenn sie wollen, sollte man das spielen. Und klar kann Hoffenheim was erreichen und mich würde es auch freuen. Auf der anderen Seite, Spannung gibt es trotzdem nicht in der Liga. Das heißt, jeder Ausfall, jeder Fehltritt von Bayern ist für die Tabelle eigentlich egal, weil der Rest einfach zu weit weg ist. Und ja, das ist so meine Meinung zu dem Spiel. Ja, 9 Punkte Dortmund zurück. Aber die haben auch ein Spiel weniger. Dann ist er ein bisschen verzerrt in der Tabelle, weil das ja ausgefallen ist wegen Corona gegen Mainz. Und ja, daher 6 Punkte, lass die Bayern verlieren, dann sind es nur noch 3. Also theoretisch, rechnerisch könnte man als kühnster Optimist, was, ja ich weiß, aber
Nee. Natürlich nicht Dortmund. Dortmund wird es nie schaffen. Wenn Dortmund jetzt 6 Punkte vorne wäre, dann könntest du sagen, es könnte spannend werden. Dann kannst du sagen, ja, das reicht nie im Leben, die 6 Punkte. Aber ich sag ja, dann müsstest du der Künstler. Die bräuchten 6 Punkte, würden dann nur reichen, wenn es der letzte Spieltag wäre. Ja, leider. Aber gut, ja, Bayern-Sieg 1,6 und vielleicht treffen beide. Wäre eine interessante Sache, das zumindest anzuschauen, aber eine 1,4, das weiß jeder. Und Union Berlin, du hast es gesagt, die haben verloren gegen Wolfsburg und der Trainer Urs Fischer hat ja danach auch gesagt, das ist schon tragisch, weil die Gegner haben nie aufs Tor geschossen und das eine Tor haben sie auch noch selber geschossen. Nur Union hat halt aus seinen Torchancen nichts gemacht. Jetzt aber eine super Quote zu Hause gegen Stuttgart. Also 2,1 für eine der stärksten Heimmannschaften, gefühlt Union Berlin. 2 Heimniederlagen und das waren, glaube ich, gegen richtig starke Gegner, während Stuttgart hier bisher auswärts einen Sieg hat. Ist die Stuttgarter Form mit einem 3-2 gegen Gladbach es wert, dass man nicht auf Union setzt? Ja, das könnte ja der Startschuss für die Stuttgarter gewesen sein. Sie haben ja das 2-1 oder ich glaube, sie lagen ja 0-2 sogar hinten oder zumindest 1-2 definitiv, haben das noch aufgeholt. Die Problematik ist, Berlin hat 4 der letzten 5 verloren und jetzt ist die Frage, ab dem Zeitpunkt, wo sie von möglicher Champions League geredet haben, hat das blockiert und nicht einen positiven Druck ausgelöst oder liegt es wirklich am Abgang von Max Kruse, was beides tragisch wäre, weil die haben über 1,5 Jahre jetzt so tollen Fußball gespielt, aber momentan steckt der Wurm im Arsch und ich glaube nicht, dass es hier für einen Sieg reichen wird gegen Stuttgart. Deshalb wäre für mich hier auch wieder ein Unentschieden sehr attraktiv. Ja, kann man nachvollziehen, aber ich sehe das nicht so eng, weil du musst auch sehen, das letzte Heimspiel haben sie gegen Mainz 3-1 gewonnen und klar ist die Mainzer Mannschaft nicht auswärts so stark, aber schlecht sind sie auch nicht. Und sie haben im Pokal St. Pauli zu Hause besiegt und jetzt kommt Stuttgart, also ich denke, die Niederlage gegen Wolfsburg war ja keine Niederlage, das war ja wirklich dahingeschustert und also diese 2,1er-Quote musste eigentlich machen. Ich würde sie machen, du nicht, dann kommen wir nicht zusammen. Aber nee. Naja. Weil ich glaube, dass ein Unentschieden ja auch nicht jetzt so verkehrt ist für beide Teams. Und ich fand der Sieg gegen St. Pauli, das waren ja wirklich 2 katastrophale Abwehrfehler von St. Pauli. Echt schade für die Hamburger, aber hilft ja nichts. Ja, macht ja nichts, ist jetzt auch vorbei. Gladbach gegen Hertha. Eigentlich verrückt, wie Gladbach immer mal wieder in so Spielen Favorit sein kann, aber liegt halt auch daran, dass hier wirklich anscheinend die 2 formschwächsten Mannschaften der Welt gegeneinander spielen. Und was willst du da groß reininterpretieren, außer dass es unmöglich ist, bei der Quote auf Gladbach zu setzen und unmöglich natürlich auf Hertha zu setzen. Maximal wäre auch hier vielleicht ein Unentschieden denkbar, aber beim Tippspiel würde ich schon auch sagen, zu Hause könnte Gladbach da wirklich jetzt mal ein Spiel gewinnen. Ja, und was ich finde es sehr überraschend, dass die beiden Trainer noch da sind. Adi Hütter, gut, den hat man für viel Geld geholt und an den sollte man auch festhalten, aber Gladbach wird ja auch nicht absteigen, die spielen auch nicht wirklich um den Abstieg, aber Hertha ist schon richtig tief hinten drin und verliert Woche für Woche und zwar ohne großartigen Aufwärtstrend. Also da kannst du nicht sagen, die haben Pech gehabt oder so. Jetzt hat Davy Selke sogar getroffen. Das heißt, sie haben sogar Glück gehabt und trotzdem 4-1 verloren. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, einer der beiden Trainer muss gehen. Ich hoffe nicht, dass es am Ende der Hütter wird. Nee. Es ist ja auch noch das Topspiel für 18:30. Das ist die Bundesliga-Form von der Schwächste fliegt. Ja, da haben sie sich vielleicht vor der Saison, als der Spielplan veröffentlicht wurde, auch mehr erhofft von Gladbach und Hertha, die ja internationale Ambitionen beide hatten vor der Saison. Mittlerweile müssen sie ja fast froh sein, wenn sie es nicht noch mehr irgendwie in den Abstiegskampf reinzieht. Hertha ist ja da schon mit einem Bein drin auf Platz 16. Mit dem Abstiegskampf diese Saison überhaupt nichts zu tun haben die Kölner, die in der vergangenen Saison in der Relegation waren und jetzt in Leverkusen ran müssen. Die Leverkusener haben den Bayern ein starkes Unentschieden abgetrotzt, aber müssen nach Bergamo. Das könnte sie schlauchen
Und gerade in so Spielen, wenn Leverkusen mit einer 1,6er-Quote Favorit ist, ist das gefährlich. Aber die Kölner, können die in Leverkusen wirklich was reißen? Da bin ich skeptisch. Ich auch. Und die Quoten geben für mich nichts Spannendes her, wo ich jetzt sagen könnte, damit fühle ich mich wohl. Leverkusen immer noch die verrückte Sache, dass sie Tabellendritter sind, obwohl sie so viele, ja, so oft sich selber ein Bein gestellt haben. Von daher würde ich einfach sagen, gerade vielleicht beide treffen, vielleicht einfach nächstes Spiel. Ja, mal klar, die beide Treffenquote ist nicht wert, dass man da drauf setzt. Dortmund, Bielefeld, Dortmund, haushoher Favorit, war nicht anders zu erwarten. Jetzt ist Bielefeld, ja, natürlich jetzt auch nicht so verkehrt, aber dass sie Dortmund jetzt gefährlich werden können, auch wenn die in letzter Zeit, also was heißt in letzter Zeit, halt die letzten beiden Spiele nicht gewinnen konnte, wenn man das Rangers-Spiel dazu zählt, aber zu Hause läuft es halt bei Dortmund anders meistens und deswegen kann man hier Bielefeld eigentlich unmöglich ein Asian Handicap zutrauen, vor allem bringt es ja auch nichts, weil es dann irgendwo bei 1,75 liegt und da ist nicht viel gewonnen, wenn es dann knapp ausgeht oder so in der Art. Also. Wir hätten jetzt im Vorfeld mal schauen sollen, wie gut man mit 50 Punkten nach 25 Spieltagen ist, wo Dortmund gerade steht, weil es gab ja letztes Wochenende tatsächlich Rose-Rausrufe der Dortmunder Fans in Augsburg und das finde ich schon eine heftige Nummer, weil es ist für mich ein Trainer, der auch zu Dortmund passt und mit dem man auch langfristig, finde ich, da reingehen könnte. Das Team ist halt nicht so krass. Es ist sehr von Haaland abhängig. Aber dass jetzt Terzic schon wieder gehandelt worden ist und eben diese, warum sage ich nochmal Kruse, Rose-Rausrufe haben mich sehr, sehr verwundert. Ja, aber ich glaube, die kamen von den Augsburgern nur so, um ein bisschen Stress zu schüren bei Dortmund. Das wäre natürlich klar, weil warum sollte ein Dortmunder auf Platz 2 sich beschweren? Die könnten ja auch viel schlechter dastehen. Und von daher, besser als Platz 2 geht ja gar nicht in der Bundesliga. Und das war die letzten 10 Jahre so, wird auch die nächsten 10 Jahre so bleiben. Dann finde ich, sollte nur noch der Zweite irgendwie eine Meisterschale kriegen oder so. Und Bayern, mei, die können halt einfach spielen zur Show wie die Harlem Globetrotters im Basketball. Nichtsdestotrotz halte ich es für möglich, dass Bielefeld in Dortmund treffen kann. Das wäre eine 1,88-Quote. Würde ich drauf setzen? Nö. Bei Frankfurt, Bochum, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die Frankfurter das zu Hause gewinnen, weil sie eigentlich besser sind als jetzt in der Tabelle und ja, vor allem wieder mal eine starke Europacup-Saison spielen und die deutsche Fahne da mehr oder weniger noch hochhalten, während ja sonst außer Bayern natürlich alle die Segel gestrichen haben. Leverkusen und Leipzig okay, aber so verkehrt ist es auch nicht für die Frankfurter. Gegen Bochum, finde ich, könnte schon reichen. Mhm. Bei der Quote Punkt, oder? Ja, da muss man fast drauf spekulieren. Ich finde auch, die Quote ist gesunken. Als ich vor 2 Tagen die Wette schon abgeschlossen hatte, war ich bei 2 oder so. Zeigt ja auch, dass die Allgemeinheit und die Buchmacher schon eher in die Richtung tendieren, dass die Frankfurter das gewinnen. Und man muss auch noch statistisch gesehen sagen, dass es doch realistisch ist, dass Frankfurt mehr als 50% der Spiele zu Hause gegen Bochum gewinnt. Von daher eigentlich eine Value-Bet. Fürth ganz schwer zu Hause gegen Leipzig einzuschätzen. Hat ja in den vergangenen Spielen auf jeden Fall gut ausgesehen, was die Fürther gebracht haben, dass sie gegen Bochum verloren haben. Naja, das war halt so ein Coinflip-Spiel und dann hat es halt nicht gereicht. Gegen Bayern kann man verlieren. Ansonsten zu Hause haben sie halt oft die Punkte behalten. Und dass sie jetzt Leipzig zu Hause einen Punkt abbringen, will ich jetzt gar nicht sagen, aber auf Leipzig zu setzen macht halt keinen Spaß bei der Quote. Nee, ich würde auch nur ganz kurz einmal auf die Asian Handicaps gehen. Leipzig hat auch jetzt gezeigt, also beide Treffen ist für mich hier keine Option, weil Leipzig gezeigt hat, dass sie auch gut verteidigen können. Da würde ich, wenn ich das Spiel tippen würde, würde ich wirklich auf minus 1,5 gehen, nicht mal auf minus 1,25, sondern 1,5. Das gibt dann eine etwas bessere Quote um die 2, aber das ist auch etwas, was du bei der derzeitigen
vierter Form eigentlich auch nicht rechtfertigen kannst. Von daher keine Wette beim letzten Spiel. Und die Leipziger müssen halt auch, muss man fast sagen, auch wenn sie gegen stark verteidigende Freiburger gespielt haben, mit so viel Offensiv-Power, mit den Spielern, die sie da auf dem Platz haben, mehr rausholen als jetzt ein 1:1 in der 90. Minute. Deswegen, ja, sind das jetzt nicht die Argumente gewesen. Egal, wie es dann ausgeht, wir haben auf jeden Fall ein paar Wetten gefunden, und zwar, dass Augsburg-Mainz unentschieden, Freiburg-Wolfsburg unentschieden ausgeht, Bayern in Hoffenheim gewinnt und Union Berlin natürlich zu Hause gegen Stuttgart 2:1 gewinnt, auch wenn du es vielleicht nicht so gemeint hast. Ich bin da schon positiver Dinge. Und Gladbach-Hertha ist natürlich auch ein Unentschieden, wenn man so ehrlich ist. Vor allem bei der Quote musst du eigentlich drauf setzen, weil das eine 4,7er-Quote war es zumindest auch vorgestern. Und jetzt ist es eine 4,6. Immer noch sauhohe Quote für ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, wo keiner eigentlich den Sieg verdient hat nach den letzten Spielen. Ansonsten Frankfurt-Sieg 1,9. Und dann schauen wir mal, freuen wir uns auf den Samstag, Sonntag mit richtig viel Fußball. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Bye.